wie er hieß. Puggy Wuggy. Du hast ihn so geliebt, als du klein warst. Nein, vergöttert. Er hatte einen Gandhi Papa. Ich habe in dem Alter Zinnsoldaten gesammelt. Hatte 1500 davon. Standen alle auf dem Ladentisch. Ich habe mir die ganzen Schlachten und Invasionen und Kriege aufgeführt. Ich kam mir vor wie der größte General, den die Welt gesehen hat. Mein Bruder Jack war immer der Feind. Verzeih. Eines Tages kam mein Vater zufällig zu uns rein und war tief beeindruckt von der Schlachtordnung meiner Infanterie. Willst du Soldat werden, Winston? Fragte er. Oh ja, Sir, sagte ich, das wäre großartig. Und so kam ich auf die Militärakademie. Ich dachte lange, ich wäre in Sandhurst gelandet, weil er in mir einen genialen Feldherrn entdeckt hatte. In Wahrheit meinte er nur, ich sei zu dumm für einen Anwalt.